Moin, moin. Und Glück auf. Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kohle und Stahl. Heute versuchen wir uns zum zweiten Mal einen Ostklassiker, und zwar an das Rostbredle. Ob das alles so geklappt hat und ob wir vielleicht doch ein bisschen Verstärkung brauchen, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß. Legen wir mit unseren Rostbredeln mal los. Dafür brauchen wir sehr wenige Zutaten. Wie ihr seht, den Hauptdarsteller ist der Schweinenacken. Den hat der Olli schon mal in schön 1,5 cm starke Streifen geschnitten. Dann seht ihr noch ein paar grob geschnittene Zwiebeln, große Ringe. Und wir werden uns jetzt erstmal die Gewürzmischung so ein bisschen anmörsern. Und zwar ganz schlicht und einfach Salz, Pfeffer und Majoran. Wenn die Gewürzmischung fertig ist, geht es im nächsten Schritt weiter. Der Olli legt sich den Schweinenacken auf dem Brett aus, nimmt sich einen Streifen Frischhaltefolie, legt es über das Fleisch und fängt an, die Fleischstücke schön flach zu klopfen. Das Fleisch ist nun schön flach geklopft. Danach nimmt der Olli sich eine Schüssel, legt unten eine Lage Zwiebel drauf. Danach folgt eine Lage Fleisch und wird sie dann erstmal mit der Gewürzmischung von beiden Seiten würzen. Und dann ist es schierbar einfach, dann kommen wieder Zwiebeln, Fleisch, Gewürz, Zwiebeln, so lange bis die Schüssel voll ist. So, kommen wir zum Pilzken. Jetzt hat der Gurkenkrieg endlich mal den ersten Einsatz, macht uns schön das Pilzken auf. Danach wird der Olli das Pilzken schön in die Schüssel geben. Dann kommt der zweite Einsatz vom Gurkenkrieg, weil der Olli muss erstmal eine Kostprobe vom nächsten Pilzken machen. Und dann wird das Ganze schön bis oben hin mit Pilzken aufgefüllt. Danach wandert das Ganze für 24 Stunden in den Kühlschrank. In der Zeit habt ihr genügend Zeit, uns erstmal ein Abo da zu lassen. Nach 24 Stunden kommt das Fleisch aus dem Kühlschrank. Kommen wir mal zum nächsten Schritt. Ach, wie ihr seht, Leute, leckerste Zutat liegt schon auf dem Brett, und zwar der Bacon. Der Olli schneidet ihn jetzt klein, schnappt sich danach die Pilze, wird die dann schön in dünne Ringe schneiden. Und zwar machen wir das Ganze, die Zwiebeln, die wir zum Einmarinieren benutzt haben, werden wir natürlich nicht verkommen lassen, wenn wir uns nachher eine schöne Bacon-Pilz-Zwiebelpfanne noch von machen. Wir finden, das ist zum Rostbredle die perfekte Beilage. Das Fleisch kommt in eine Edelstahlschüssel, wo vorher Krepppapier reingelegt worden ist, damit es ein bisschen abtupfen kann. Die Zwiebeln kommen in eine andere Schüssel und dann geht es endlich ab zum Grill. Unser Grill ist wieder indirekt eingerichtet. Links die Kohlen, rechts der indirekte Bereich. Der Olli stellt die Pfanne mit dem Bacon erstmal auf volle Hitze in den direkten Bereich rein und wird den Bacon schön mit dem Löffel mit Herz erstmal geil auslassen. Später kommen dann die Zwiebeln hinzu. Die werden dann auch schön mit angeschmort, bis sie schön weiß sind, damit für die Pilze genug Platz entsteht. Wie ihr seht, die Pfanne hätte ruhig ein bisschen größer sein können. Die Pilze nehmen natürlich ganz schön viel Platz weg, aber sie werden gleich noch einfallen. Danach wird das alles ein bisschen schmoren gelassen. Wie ihr dann seht, in der Pfanne hat jetzt alles richtig Platz gefunden und wir haben noch was für unsere Gewürzmischung über. Damit würzen wir das Ganze jetzt ab, lassen es fertig garen und ziehen es danach in den indirekten Bereich. Legen wir nun unsere Rostbredle mal in die direkte Zone. Und wie ihr seht, es geht ratzfatz, weil die Glut ist richtig schön heiß und die Teile sind natürlich ganz schön flach geklopft. Also immer permanent, immer schön wenn, so lange bis sie durch sind. Und dann sollte das Ganze auch fertig sein. Nach knapp 5 Minuten permanenten Drehens sind unsere Rostbredle auch fertig. Kommen wir jetzt mal zum Tellerbild. Wow Leute, ist das ein Tellerbild. Wir haben zum Anrichten genommen noch ein bisschen Kräuterbaguette. Dann unsere Zwiebel, Bacon, Pilzpfanne und die beiden Rostbredle. Die sehen absolut traumhaft aus. Tja, was sollen wir sagen? Ehrliches Fazit. Die waren lecker, die Teile. Die haben aber nicht so zart und gut geschmeckt, wie wir das eigentlich aus dem tiefsten Osten kennen. Wir waren ein bisschen enttäuscht. Wo lag der Fehler? Wir wissen es nicht. Und deshalb kommt im zweiten Teil die Verstärkung aus dem tiefsten Osten. Erstmal zur kleinen Vorstellung. Das ist der liebe Tommy aus Dresden, der uns jetzt mal zeigt, wie richtige Rostbredle gehen. Kommen wir mal zu den Zutaten. Wir haben ein bisschen Rapsöl, Salz, Pfeffer und Zwiebeln. Wie ihr seht, wir haben zwei schöne große Nackenstücke. Wir haben heute ein paar Gäste am Start, deshalb wird es ein bisschen mehr. Der Tommy nimmt sich das erste Stück Fleisch, schneidet erstmal die kleinen knappen Enden weg und fängt dann an, so zentimeterstarke Stücke runterzuschneiden. Na, er hat sich noch ein bisschen beschwert, weil unser Messer war wohl nicht gerade das Schärfste. Nochmal sorry dafür. Im nächsten Schritt legt sich der Tommy die Fleischstücke auf dem Brett erstmal aus und fängt dann an, sie mit dem Metallhammer schön zu plattieren.
Und da seht ihr schon den ersten Unterschied zu unserem ersten Teil. Er plattiert sie von beiden Seiten und auch wesentlich länger. Und die Stücke sehen natürlich auch viel flacher und breiter aus als unsere. Nachdem die Dinger von beiden Seiten mal so richtig durchplattiert worden sind, schnappt er sich jetzt Salz und Pfeffer und würzt beide Seiten richtig schön ab. So, als nächstes kommt ein bisschen Rapsöl unten in die Schüssel. Danach wird das Fleisch aufgelegt und dann die Zwiebeln und dann wieder ein bisschen Öl. Und das Ganze so lange, bis das alles voll ist. Wie ihr seht, Leute, das ist auch anders wie bei uns, weil wir sind mit den Zwiebeln angefangen und haben alles drin gewürzt. Tja, sehen wir mal, wie es weitergeht. So, und wie ihr seht, da steht das obligatorische Pilzchen daneben, aber er hat uns gesagt, das kommt auf keinen Fall an das Fleisch, weil das kommt nur in den Hals bei ihm. Und wie ihr seht, Leute, er drückt das Fleisch so fest in die Schüssel rein, das sieht schon fast aus, wie als wenn da keine Luft mehr zwischen ist. So, ganz zum Schluss kommt noch mal ein bisschen Öl drauf, die letzten Zwiebeln, Deckel drauf und danach wandert das Ganze für 24 Stunden wieder in den Kühlschrank. Die 24 Stunden sind um, der Tommy holt mal das Fleisch aus dem Kühlschrank und der Olli wartet schon am Grill. Er hat den Grill wieder vorbereitet wie im ersten Teil. Full Heat auf der linken Seite, rechts eine indirekte Zone gelassen und jetzt wird er demütig dem neuen Grillmeister seine Zange überreichen. Der Olli verschwindet mit gesenktem Haupt und das ist übrigens der Tommy, der nicht gerade sehr kamerafreundlich ist. Das ist das einzige Mal, wo ihr in diesem Video ihn sehen werdet. Die Zwiebeln, die wir zum Einlegen benutzt haben, werden auch diesmal nicht verschwendet. Sie wandern in eine Gusspfanne und erstmal in den indirekten Bereich. Im Gegensatz zum ersten Teil haben wir keine Pilze und kein Bacon, also nur noch Zwiebeln. Und dass der Bacon fehlt, darüber war ganz schön entsetzt. Im nächsten Schritt wandern die Rostbrädel im direkten Bereich. Leute, und wie ihr seht, der Grill hat so richtig Dampf. Die werden jetzt auch, wieder wie bei uns, im ersten Teil so circa 5 Minuten lang richtig schön gewendet, durchgetauscht und dann sind sie auch schon fertig. So, die Rostbrädel wandern jetzt auf dem Brett, dann gehen wir mal rein und ab zum Serviervorschlag. Wir haben uns ein Brötchen vorbereitet, das wird nochmal aufgeschnitten, dann kommen die Zwiebeln rein, ein paar, dann das Rostbrädel drauf, dann nochmal ein paar Zwiebeln und schon ist die perfekte Männerknifte fertig. Kommen wir nun zum Fazit dieses Rostbrädel-Versuchsvideo, wie immer es man nennen mag. Tja, sie waren einfach geil. Sie waren wesentlich weicher, super zart. Wir vermuten, es hat am Klopfen gelegen. Der Tommy hat natürlich die viel mehr durchgewalkt als wir. Und er hat das Bier weggelassen. Er hat uns gesagt, das Bier würde das Fleisch nur härter machen und vor allem die Farbe verändert sich natürlich ganz gravierend. Ich denke mal, das war unser Fehler. Wir bedanken uns nochmal beim Tommy für die starke Unterstützung aus Dresden, der uns mal gezeigt hat, wie richtig gute Rostbrädel gehen. Sollte euch das Video genauso gut gefallen haben wie uns, dann lasst uns bitte ein Abo da, einen Daumen nach oben, macht die Glocke an. Bis die Tage, euer Kohl- und Stahl-Team.